Ja, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Vorfreude-Video. Heute wieder mit Jugendfeuerwerk. Ihr seht es ja und ihr könnt auch schon erahnen, wo ich einkaufen war. Und zwar war ich im Norma. Auch habe ich wieder meine ehrwürdigen Zündelhandschuhe an. Also heute geht es richtig ab. Ich habe hier richtig feine Artikel dabei. Hier dieses Leslie-Set, weiß ich jetzt nicht mehr, wie es heißt. Aber wirklich richtig schöne Fontänen. Auch hier ein paar zylindrische Fontänen dabei von Leslie. Dann habe ich auch natürlich ein paar Neuheiten, und zwar die Leslie Wonder Cones. Ihr werdet gleich sehen, was da so besonders ist an den Teilen. Richtig schön, habe ich vorher schon mal getestet, absolut zu empfehlen. Dann haben wir hier auch eine Neuheit bei Norma dieses Jahr, die Nico Magic Dust. Seid gespannt. Dann natürlich auch, der darf nicht fehlen, der Waldi, der Hundehaufen von Leslie. Der Waldi wird gleich eine richtig schöne Brutzelwurst hinlegen. Dann geht's weiter. Crazy Kraut habe ich mir natürlich nochmal mitgenommen. Diese kleinen Knistertütchen. Und eine Neuheit für dieses Jahr. Und zwar die Holly Jolly. Jetzt hätte ich fast gesagt Holly Joker. Die Holly Jolly. Eine schöne Neuheit für 99 Cent. Auch ein paar schöne Knistertütchen. Und dabei heute den Party-Eimer von Leslie und das Gegenstück, den Disco-Eimer von Leslie. Und was auch nicht fehlen darf, natürlich schöne Bengalfackeln von Nico Feuerwerk. Richtig schön, sehr gute Flammenentwicklung und auch natürlich Rauchentwicklung, was natürlich solche Bengalen auch ausmacht. Anfangen tun wir jetzt mal mit einer Neuheit, würde ich sagen. Wir fangen mal direkt an hier mit diesem Holly Jolly. Erstmal ein und dann den Kreis. Ja, war nicht schlecht, aber ihr habt gesehen, es ist das gleiche, genau dasselbe wie diese anderen Knistertüten. Weiter geht es. Ich würde sagen, jetzt zeigt der Waldi mal uns, was er kann. Los geht's. Ich glaube, der Waldi hat heute gut gefressen. Jetzt geht's gleich richtig ab. Wow, das nenne ich mal eine Wurst. Richtig schöne biologische Brutzelwurst hier. Jetzt den direkten Vergleich mal zu diesen Holly Jolly. Und zwar Crazy Kraut kennt er ja bestimmt. So, erst wieder ein. Und dann den ganzen Haufen hier. So, jetzt würde ich sagen, nehmen wir mal, bevor wir zu den kompletten Neuheiten kommen, fangen wir mal an mit diesen schönen Leslie Fontänen. Magical. Wow, eine richtig schöne Goldfontäne mit blauen und roten Sternen. Richtig klasse. Jetzt schauen wir mal, was der Pyrohead so alles drauf hat. Weiter geht es jetzt mit dem Fire Dice und der Illusion Fountain. Als erstes Fire Dice von Leslie. Alter.
Alter Schwede, was ist das denn? Das ist Jugendfeuerwerk, ich erinnere daran nochmal. Ab 12 Jahre, dafür ist das krass laut. Also hatte ich nicht so eine Erinnerung, also das ist heftig. Illusion Fountain. Jetzt geht's weiter und zwar haben wir hier Rings of Fire. Die nächste und zwar Ballroom Balls. Richtig crazy Name. Ballroom Balls. Ab geht's. Ah, die wollte nicht. Und jetzt die letzte zylindrische Fontäne. Stars and Cards. So Freunde, jetzt geht's schon mal los mit einer kleinen Neuheit und zwar, was nehmen wir da? Ich würde sagen, wir nehmen die Wonder Cones von Leslie. Für 2,99 €, ein Dreierpack hatte ich bei Norma gekauft, Jugendfeuerwerk. Und seid gespannt. So, 2 Stück und dann wieder 1 Stück. Also ihr habt es gesehen, dieser Vulkan, das Besondere ist halt dieser rote Blinkeffekt oder Stroboskopeffekt genannt. Jetzt mal noch ein kleines Fazit für zwischendurch. Also diese Wonder Cones von Leslie, muss ich echt sagen, toller Stroboskop-Effekt und eine erstaunliche Höhe, Effekthöhe für Cut 1. Weiter geht's, Freunde. Und zwar, jetzt geht's los mit Bengal. Wir haben hier Nico Bengalen in Gelb und Blau und in Rot und Grün. Und genau dieser Farbkombi werde ich die jetzt auch zünden. Der wollte nicht. Das kann man natürlich auch in der Hand halten. Selbstverständlich. Man muss sie nicht hinstellen. Also einfach hier ganz unten anfassen. Richtig schöne lange Brenndauer. Echt richtig nice, diese Nico-Teile. Vor allem, weil man hier auch richtig schön Rauch dabei hat. So, und jetzt die nächsten beiden Bengalen.
Wetter ein bisschen kurz hier. Der zischt nur noch. Der brennt noch. Aber das Tolle ist halt bei diesen Bengalen, man hat hier halt auch bei diesen Mikrobengalen sehr, sehr viel Rauch. Ihr seht, richtig schön. Also das trägt den Namen Bengale zurecht. Wirklich sehr zu empfehlen. 2,99 hatte ich bei Norma gekauft. Jetzt nähert sich die Tour langsam dem Ende. Also wir haben jetzt hier noch den Party-Eimer, den Disco-Eimer und die Magic Dust Vulkane von Nico. Ihr habt wahrscheinlich schon lange drauf gewartet. Die werde ich jetzt zünden. So, erstmal wieder ein und dann zwei. Sagen, richtig schön, wobei ich hatte gestern schon mal einen getestet, da war die Effekthöhe etwas höher. Mal schauen, wie es jetzt hier aussieht. Also, geht doch. Also richtig zu empfehlen, absolute Kaufempfehlung, die Nico Stardust. Und jetzt zu guter Letzt die beiden Eimerchen. Welchen nehmen wir zuerst? Party-Eimer oder Disco-Eimer? Ich würde sagen, wir nehmen jetzt zuerst mal den Party-Eimer. Party-Eimer, viele wollen ja wissen, was da drin ist. Also erst gibt es hier mal eine Bedienungsanleitung. Nein, kleiner Spaß. Also hier sind diese ganzen Nummern hinterlegt von den einzelnen Artikeln, die hier in diesem Becher sind. Also, was ist nun hier drin in diesem Party-Eimer? Und zwar, hier haben wir einmal diese roten, großen Crackling-Bälle. Dann haben wir hier so Kleinzeugs, solche kleinen, schwarzen Crackling-Bälle. Wir haben solche größeren Vulkane, zwei Stück sind hier drin. Und hier solche kleinen Crackling-Röhren. So, weiter geht's. Also, ich habe den Party-Eimer schon mal ausgepackt. Hier habe ich die zwei Fontänen stehen. Dann große Crackling-Kugel, die kleinen und diese Crackling-Teile. Fangen wir mal an mit diesen schwarzen Teilen hier. Boah, das war nix. Also ich habe hier kein Crackling gehört. Jetzt den ganzen Haufen. Also das ist natürlich schwach, es ist, da ist ja gar kein Crackling drin. Deswegen jetzt gleich diese roten Bälle und dann diese Knisterröhre. Ah, die sind deutlich besser, die Teile. Richtig, richtig laut. Kann man eigentlich gar nicht fassen für Jugendfeuerwerk. Und jetzt diese Knisterröhren. Ganz sachtes, leises Crackling. Okay, deswegen. Also als Feuerwerk kann man das fast nicht bezeichnen. Tut mir leid, aber das ist eigentlich kein Feuerwerk. So, und jetzt die zwei schönen Vulkane.
on top. War das jetzt eine Zweifachverwandlung? Also mega krass, er hat drei. Richtig nice, wie heißen die Teile? Fun Pyramid. So Freunde, und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Eimer. Und zwar ist das der Disco-Eimer. Hier wieder eine komplette Zusammenstellung von den Artikeln, die halt hier drin sind, mit Zulassungsnummer und so weiter. Ja, jetzt haben wir hier so Knisterröhren wieder. Dann haben wir hier zum Unterschied zwischen dem anderen Eimer, hier haben wir so Bodenwirbel bunte. Auch zwei Vulkane haben wir hier drin. Und ja, das war's, würde ich sagen. Packe ich das mal aus. Jetzt ist es soweit, die Artikel sind ausgepackt und zwar kommt jetzt der Disco-Eimer. Wir haben jetzt hier zwei solche Fontänen, Fun-Pyramid, dann haben wir hier noch zwei kleine Fontänen, dann so eine Knistertüte und hier so Cranky Chick, das ist so ein Bodenwirbel. Fangen wir mal an mit diesen Knistertüten. Ja, kurz, aber die knistern wenigstens. Jetzt geht's weiter mit diesen zwei Fontänen. Jetzt Cranky Chick, also ein Bodenwirbel. Ja, das war nichts, der sollte wirbeln, deswegen habe ich hier auch so einen schönen Kreis noch vorbereitet. Und als letztes haben wir hier diese Fun-Pyramid. Ihr habt es ja gesehen, vielleicht ist das die gleiche Effektmischung wie aus dem anderen Eimer. Aber das wird jetzt gleich der Test zeigen. So Freunde, das war's schon wieder mit meiner kleinen Jugendfeuerwerk-Zündeltour von Norma. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt weiterhin dran, abonniert den Button, abonniert die Glocke. Und ja, dass ihr auf jeden Fall kein Video mehr verpasst, wenn es euch gefallen hat. So, ich werde natürlich jetzt alles wieder fein säuberlich aufräumen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video.